Willkommen zurück zum Fußballmanager 13. Ja, jetzt geht's los. Der erste Spieltag steht vor der Tür. Und auch gleich eine Hiobsbotschaft für uns. Lukas Kruse wird nicht verlängern. Ja, er wird den Verein auf jeden Fall verlassen. Inwieweit das stimmt, weiß ich nicht. Wir können ja mal... Er wird den Verein verlassen. Ja gut, müssen wir uns nächste Saison nach einem neuen Keeper umsehen. Oder halt unseren... Wir hatten doch die Tage einen hier. Einen recht ordentlichen... Nee, Till Brinkmann war das nicht, oder? Haben wir nicht noch einen? Hier, der Herr Brammen. Der jetzt schon eine 63 hat. Muss der halt. In Kombination hier mit unserem Daniel Heuer Fernandes. Das Ganze abwechseln. Ist gar nicht mal so schlimm. So, wir lesen noch ein bisschen die Nachrichten und dann switchen wir auch gleich sofort rüber ins 3D-Spiel. Saisoneröffnung. Jo. Alles kommt gut an. Hauptsponsor stellt Siegprämien in Aussicht und der Sponsorentag wurde durchgeführt. Gut, wir gucken noch mal kurz hin in die Aufstellung. Okay, es wurde noch mal hier ein bisschen was geändert. Wir gucken hier, Fitness, ja. Mit der Frische haben wir es so. Ich werde die jetzt trotzdem so auf den Platz schicken. Wir gucken noch mal kurz in die Taktik rein. Fürs 3D-Spiel, ja, das sieht alles so in Ordnung aus. Selbes gilt für die Laufwege. Gut, Leute, hier gibt es dann jetzt kurz einen Schnitt. Wir sehen uns ja im 3D-Spiel wieder. Bis gleich. Ja, SC Paderborn, erstes Heimspiel, erstes Pflichtspiel, der Saisonauftakt gegen den VfL Bochum im 3D-Spiel. Ich habe die Mannschaft mit der Prämisse rausgeschickt, der Sieg ist heute möglich. Heißt, wir können zwar verlieren, aber sollten es nicht. Auch gleich sehr offensiver Start, Lakic hier am Ball auf Proschwitz, der einen langen Ball auf Uali, der den Ball nicht erlaufen kann. Ja. Lange, was heißt lange, wir haben zwei Folgen Vorbereitung quasi nur gehabt und jetzt hier sofort das erste Spiel. Ich bin mal gespannt. Njeng fängt den Ball hier ab. Langer Ball auf Wydra. Auf Proschwitz jetzt und schön durchgelaufen und ja, Lute hält den ersten Schussversuch. Ja, Lukas Kruse wird nicht verlängern, das heißt... Obwohl wir haben, an Keepern schadet es uns nicht. Also wir haben zwei recht gute Keeper im Kader. Also müssen wir dann irgendwie kompensieren. Jetzt Bakalorz hier wieder runter auf Proschwitz. Bis jetzt die ersten 10 Minuten sind wir hier die tonangebende Mannschaft. Langer Ball, viel zu lange. Viel zu langer Ball. Ich bin mal gespannt. Ein Sieg wäre... sehr wichtig für unser Saisonziel. Allerdings muss ich eher sagen, mein Hauptziel erstmal sind nur 40 Punkte und wieder eine Chance. Warum laufen sie denn nicht ein wenig weiter? Ah. Beim Sega Football Manager wird man jetzt sagen, bei freier Bahn, ja okay, bei freier Bahn schießen, aber ja, das so viel Taktikmöglichkeiten hat man hier leider nicht. Jetzt wieder, ja, der Ball landet im Aus. Kaiserslautern führt schon gegen Duisburg. Bin mal gespannt, ob Duisburg hier auch irgendwie so tief abrutscht wie in echt. Mal schauen. Terodde jetzt hier am Ball. Kriegt aber den Ball abgenommen von Bakalorz, der den Ball allerdings mit einem Fehlpass vertändelt. Wie viele Fehlpässe gibt es denn hier? Sauerei. Jetzt wieder runter auf Lakic. Lakic. Ah, Mist. Lute wieder. Mit dem Abschlag, Abwurf. Ja, es wäre, also so drei Punkte zu Beginn wären einfach enorm wichtig, um so ein bisschen die Formkurve nach oben zu halten. Und ich bin gespannt, wie es mit der Frische aussehen wird. Ich nehme das jetzt alles noch so in einer Rutsche quasi auf. Ich habe noch nichts hochgeladen von diesem Projekt, bis auf natürlich dieses Ankündigungsvideo mit der Umfrage.
Aber wir werden sehen. Ich wollte eigentlich diesen ersten Spieltag jetzt noch aufnehmen, bevor ich dann die Sachen fertig mache und hochlade. Vielleicht mal hier, nehme ich auch gleich noch eine auf. Mal schauen. Quasi den Vorbericht zum zweiten Spieltag nehme ich, glaube ich, noch auf. Mal schauen. So, Weiß jetzt hier am Ball, Flanke und da ist... Ah, jetzt Hydra. Ich will die ganze Zeit Hydra sagen. Vielleicht gebe ich mir mal einen Spitznamen, dem Mann. Mal schauen. Proschwitz, schön behauptet. Leitet den Ball weiter und sie ziehen alle viel zu früh ab. Ah, das Traurige ist, das gilt alles als Chance, obwohl das, ne, so halbherzige Chancen sind. Wieder Ball. Proschwitz kriegt den Ball sofort wieder. Ach, das Zuspiel nicht präzise genug. Bulut hoch auf Eisfeld, der einen weiten Ball in den Strafraum schlägt, aber Njeng. Er läuft ihn und jetzt verliert Wydra hier den Ball. Nein, Bakker spielt weiter an Bakkerlords. Der weiter auf Lakic, der weiter auf Proschwitz. Der sich freiläuft und... Was ist denn das? Ja, ich bin jetzt so dreist und hau hier mal eben kurz eine Pause rein. Wir machen das mal durch die Mitte. Das läuft eigentlich ganz gut. Das verändere ich jetzt mal hier im Spiel. Haben wir noch in den Anweisungen was? Das kann doch nicht sein, dass die hier... Ich weiß nicht, ob ich Distanzschüsse nehmen soll, aber... Oder jetzt steil gehen. Wir machen das mal mit Ball halten. Bei ihm auch. Mal gucken, ob es irgendwie was... Ob es was ändert. Und da könnte er eigentlich von ausgehen, dass ich das im 3D-Spiel und auch versuche im Textmodus so durchzuziehen. Mit diesem Zwischendurch an Taktik verändern etc. Und Ouali... Ah, sah schon schöner aus, diese Chance. Jetzt die erste Ecke für unseren SC Paderborn. Jetzt bin ich mal gespannt. Ecken sind eigentlich auch nicht immer so das Liebsamste. Ah, aber immerhin wieder eine Möglichkeit. Ich bin gespannt. Die ersten 34, 35 Minuten sind gespielt. Jetzt Lakic. Terodde. Ach, Rafa mit einer misslungenen Grätsche. Jetzt Eisfeld. Eisfeld kriegt den Ball auch abgenommen. Einwurf Bochum. Eigentlich eine gute erste Hälfte, meiner Meinung nach, für uns. Auch wenn ich da gerade in dem Screen der Mannschaft schon so ein paar schlechte Noten erblickt habe. Jetzt schöne Balleroberung von Bertels. Hoch auf Stoppelkamp. Der leitet weiter an Proschwitz. Der läuft durch. Ah, ja, kann sich behaupten. Lakic. Lakic mit der Chance. Schießt aber daneben. Ja, 45 Minuten gleich gespielt. Die erste Hälfte eigentlich sehr, sehr gut. Aber irgendwie noch nicht. Noch nicht zielgenug. Also irgendwas fehlt nach vorne. Jetzt weiter Ball oben auf Stoppelkamp nimmt ihn mit. Stoppelkamp, ach, Vize, weiß ich nicht. Es war, jetzt kommen Bakkerlords nach vorne, Hydra. Ja, abseits. Was zur? Was zur Hölle? Was hat unser Keeper da verloren gehabt? Ja.
Jetzt bin ich gerade irgendwie sehr, sehr irritiert gewesen, was unser Keeper da gemacht hat. Das war doch unser Keeper, der da diesen indirekten Freistoß gerade gehabt hat, oder was das war. Oder bin ich jetzt ganz bescheuert? Jetzt Lucky. Warum zieht er nicht runter? Ah, egal. Eine gute erste Hälfte, meiner Meinung nach. Eine sehr gute erste Hälfte. Ja, jetzt ist Pause. Wir haben angeblich einen Schuss aufs Tor gehabt. Ja, es sah für mich mehr nach mehr aus, aber wir machen nichts aus den Schüssen, die uns da präsentiert werden. Ja, ab in die Halbzeit. Ja, Bewertung einigermaßen in Ordnung. Baccalotz habe ich gar nicht mal so schlecht gesehen. Wir müssen unbedingt, was DM angeht. Ha, Oliver Kirch muss wieder gesund werden. Frische geht eigentlich auch noch total in Ordnung. So, kommt Leute, heute ist mehr drinne. Die beiden motivieren wir nochmal. Ihn auf jeden Fall auch. Hat er gut nötig. Ihn können wir loben eigentlich, oder? Ja, können wir machen. Wen motivieren wir noch? Er kriegt dafür eine Massage. Er kann ja noch, er kann noch eine gebrauchen und dann nachher kommt unserem Stürmer hier auch noch mal eine. Und jetzt raus, Leute, raus! 3 Punkte zum Start wären so wichtig. Für mich wäre das hier. Nein, wir gucken jetzt erstmal, wie Bochum in der zweiten Hälfte aufläuft. Jeng, wieder schöner Ballgewinn. Mit dem Kopf Wydra. Hoch, weiter auf Lakic. Proschwitz. Proschwitz, schön! Und. Ah, Lute, du Arschloch! Nichts gegen die Realperson, gegen den virtuellen gerade. Gleich 50 Minuten runter. Wieder Wydra. Schön. Lakic. Ah. In der 60. werde ich mich mal daran machen, auszuwechseln. Schöner Ballgewinn. Jetzt Proschwitz runter auf Stoppelkamp. Kann der sich hier vernünftig freilaufen? Er läuft, er läuft. Ah, wird abgefangen von Lute. Ich gehe mal kurz in das Taktikfenster und gucke, wen wir reinbringen können. Wir können einen Brasnitsch, einen Brückner können wir noch reinbringen, einen Zaglik, einen Kotsch. Würde auch, glaube ich, auf Kotsch rauslaufen, dass wir Kotsch gleich als erstes mal bringen für Ouali. Obwohl Ouali noch. Ja, Lakic und Ouali sind so die ersten, die wir in der 60. glaube ich rausnehmen. Außer einer von denen leistet sich schon eher einen Patzer. Oder wir kriegen andere Gründe zum Auswechseln. Jetzt auf Mlapa. Mlapa läuft sich frei und das ist nicht das 1 zu 0 für Bochum. Mit ihrer ersten richtigen Chance hätten sie hier fast durch Pemi, ja, Pemi Lapa? Ich kenne den Vornamen gerade nicht so aus dem Kopf. Ist gerade auch nicht so wichtig. Ball wieder verloren. Jetzt Baccalotz. Auf Stoppelkamp. Auf Stoppelkamp. Ach, wer verliert den Ball? Terodde. Auf Mlapa. Mlapa kriegt den Ball schön abgenommen. Was war das jetzt? Das soll ein Foul gewesen sein. Okay. Okay. Gleich 60. Minute. Ich bin dafür, wir wechseln auch, sobald wir uns hier im Ballbesitz befinden, aus. Jetzt die Oakland mit der Vorlage. Und da ist das 1 zu 0 für Bochum. Verdammte Scheiße. Jo, wir wechseln aus. Kotsch für Ouali und wir werden Zaglik für Lakic springen. Baccalotz müsste eigentlich auch raus, aber ja. Wir haben keinen, können wir Wutsch. Ne. Wir haben keinen auf der Bank, den wir da hinsetzen könnten. Ne, der kann überall spielen, nur nicht der. Hartherz. Ne, kann er auch nicht. Schade. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Jetzt hören wir natürlich die Bochumer. Schön im Hintergrund. Und jetzt muss hier was passieren.
Kotsch, erste Aktion. Ja! Mann! Nick Proschwitz. Und die viel zu leise Tormelodie aus den Boxen. Aber egal. 1-1. 66. oder 65. Minute. Jetzt nach vorne. Saglik. Runter. Ach, scheiße. Jetzt Bertels. Hoch auf Saglik. Ja, Ball ist wieder weg. Jetzt geht es wieder nach vorne. Das Spiel scheint offensiver zu werden. Und Terodde. Nein. Nein. Gott sei Dank auch nur so ein Schüsschen. Ah. Und wieder nach vorne. Hydra, jetzt verliert der auch den Ball. Oh. Mlappa, ach. Ja gut, weiter nach vorne. Solche Ballverluste, Proschwitz. Wer wurde gefoult? Ah gut, Freistoß für uns. 72 Minuten gespielt. Ich habe eine Auswechslung eigentlich für dieses Spiel getan. Aktuell habe ich plane ich sonst keine. Ich hätte noch im... Jetzt! Saglik, scheiße. Gab es Handspiel? Handspiel und Elfmeter? Nein. Abseits, glaube ich, eher. Oder Handelfmeter. Nee, schade. Schade. Ich dachte, sowas gäbe es auch noch. Mal schauen. Oh Mann, ein Sieg wäre so wichtig. Aber noch scheint hier alles möglich. Und schon wie... Oh. Ich sollte die Abseitsfalle, glaube ich, mal rausnehmen. Fürs 3D-Spiel. Das ist nicht so unser... Das machen wir jetzt auch schon. Das nehmen wir mal raus und gehen aufs Konterspiel. Ich habe keinen zweiten ZM mitgenommen. Das ist ein großer Fehler. Das ist ein ganz großer Fehler, weil... Ich finde hier, Hydra macht gerade keinen guten Job, meiner Meinung nach. Kann Brasnic da, ne, der ist auch nur Stürmer oder hängende Spitze. Ah, Mann. Schön, Jeng mit einer sehr guten Partie bis hierhin. Saglik auf außen, wieder zu Kotsch, der schon, meine ich, das erste Tor aufgelegt hat. Schön, Bakalorz. Jetzt gut, Bakalorz wieder nach vorne. Saglik, lauf weiter. Und da ist das 2-1. zu 3 Chancen oder was da unten jetzt stand. Den Mann wollte ich noch verkaufen. Naja, es ist nur das erste Spiel, aber es ist wichtig. Ja, die Heide brennt nicht mehr so, wie sie gerade vorher brennt. So, jetzt Hydra. Hoch auf Saglik. Ball nach unten auf Proschwitz. Der da auch wieder mehr will. Jetzt Stoppelkamp kriegt den Ball hier wieder. Proschwitz. Proschwitz wieder auf Saglik, der frei steht. Ah. Und nur die Latte. Ja, doch, Latte den Kreuz getroffen hat. Der stümperhafter Fehlpass jetzt hier. 87. Minute. 3 Punkte oder nur einen Punkt. Abseits, Gott sei Dank. 3 Punkte wären so wichtig. Die 87. Minute. Schön, Bakalorz. Ach, Kacke, jetzt Bakalorz. Auch nicht mit Bestleistung. Jetzt Saglik auf Proschwitz. Und der macht das 3-1, das war's. Gott sei Dank. Scheiß auf 3D-Modus. 3 Punkte zum Auftakt sind wichtig. Ich sage euch ganz ehrlich, mit der Frische, die wir aktuell haben, brauchen wir auch in keinen Textmodus reingehen, aber wir werden es beim zweiten Spieltag versuchen. So, Saglik. Nochmal. Naja, egal. 3-1, Spiel ist vorbei. Der SC Paderborn schlägt den VfL Bochum mit 3-1. Gott sei Dank, 3 Punkte zum Auftakt sind drinne. Lässt sich gut drauf aufbauen. War auch ein ordentliches Spiel, meiner Meinung nach.
Ach so, das waren Schüsse, die uns angezeigt wurden. Egal. Ja, obwohl wir 1-0 noch in Rückstand gegangen sind, drehen wir das Spiel noch 3-1. Top. Bin ich sehr mit zufrieden. Wie die angespielt haben, gucken wir uns gleich an. Ich gehe raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.